Hi there und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 3 Nemesis. Ja, die 3 scheint unsere Glückszahl zu sein. Genauso wie bei Devil May Cry 3 dürfen wir uns hier bei diesem LP an einem Nicht-ISO-Spiel erfreuen. Heißt im Klartext, wir spielen mit Original-CD im Kasten. Oder PC, je nachdem, ich weiß ja nicht, wie ihr euren PC nennt. Das Ganze ist gesponsert vom lieben iSquidward, einer meiner besten Abonnenten. Auch wenn er in letzter Zeit, aber okay. Privat geht halt natürlich vor. Der Gute hat sehr viel zu tun und mit ihm wollte ich auch mal ein Let's Play DayZ Together machen und er möchte auch selber gerne Let's Plays machen, hatte aber technische Probleme. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich darauf eingehen darf. Auf alle Fälle, wenn euch das LP gefällt und ihr froh seid, dass es diesmal keine ISO ist, dann hey, ich habe ihn hier verlinkt. Geht zu ihm, dankt ihn und vielleicht könnt ihr ihn ja überreden, Let's Plays zu machen. Hey, auf alle Fälle, ja, finde ich das wirklich, muss ich einfach mal an der Stelle sagen, ein Riesending. Er hat mir das What the fuck? Nein, 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 nicht spoilern, verdammt. Nein, oh Mann. Mach dich weg, verdammt. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, verdammt. Finde ich ein Riesending, also er hat mir das Ganze, also diesen Teil und noch zwei andere Spiele, zwei, drei andere Spiele, vor über einem halben Jahr geschickt. Ist natürlich jetzt Fail, dass ich jetzt erst dazu komme, aber hey, auf alle Fälle finde ich das krass, dass mir jemand Spiele schickt, weil er meine Videos gut findet. Okay, man muss dazu sagen, er hat gesagt, entweder er schickt's mir oder es landet im Müll. Dann nehme ich das Angebot natürlich gerne an, aber trotzdem, ich finde das ein Riesending, wirklich einer wildfremden Person. Ich bin, Mann, hör doch mal auf jetzt, Spiel. Ich sollte vielleicht einfach mal im Pausemenü rumklicken. Finde ich das einfach ein Riesending, eine wildfremde Person mal eben Spiele zu schicken und ich finde das richtig geil. Deswegen ist er jetzt natürlich nicht mein Lieblings, einer meiner Lieblingsabonnenten, einer meiner besten Abonnenten. Das hat auch damit zu tun, dass er in der Vergangenheit sehr viel kommentiert hat, was er jetzt nicht mehr so doll tut, aber ich bin ihm trotzdem dafür dankbar, weil ich eben halt nicht viele Kommentare krieg. Und also nicht, dass jetzt einer denkt, er müsste mir was schenken, damit er bei mir punkten kann. Ganz und gar nicht. Das wollte ich einfach mal erwähnen, weil ich das wirklich krass finde. Und selbst jetzt, obwohl es jetzt schon über 6 Monate her ist, das haut mich immer noch um. Ich komme ja, wie gesagt, jetzt erst dazu, aber es rührt mich trotzdem immer noch. Auf alle Fälle, ja, iSquidward. Ich hoffe, dass du das hier siehst, natürlich, und dass du auch vielleicht Spaß dran hast. Auf alle Fälle, ja, falls du, und ja, Tipps kannst du mir nicht geben, ich drehe ja vor. Ich meine, ich hoffe, du beteiligst dich dran, so verdammt. So wollte ich mich einfach nur ausdrücken. Ja, das Ganze ist, wie gesagt, keine ISO. Das heißt, Resident Evil 3 hat ja sowieso bessere Grafik als Resident Evil 201. Noch dazu kommt eben halt, dass es dadurch, dass es das Originalspiel ist, flüssiger läuft. Und ganz wichtig ist bei dem Teil auch, dass Resident Evil 3 quasi die Brücke zwischen damals und der, nennen wir es Neuzeit, ist zu der Entwicklung des neuen Genres. Also Teil 3 hat schon Action-Elemente drin. Basiert aber immer noch auf diesen, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wir haben immer noch diese hakelige Steuerung und so weiter und so fort. Auf alle Fälle ist das irgendwo dazwischen. Also das ist so wirklich da sieht man, wie das Ganze zum First-Person-Shooter geworden ist und so weiter, was manche heute hassen, was manche heute lieben. Ich bin sehr gespannt. Ich habe vor 2, 3 Wochen habe ich noch Resident Evil 6 gespielt. Also es ist jetzt auch mal sehr interessant zu sehen, wie das Ganze angefangen hat und so weiter und so fort. Und ich denke mal, ich rede hier schon wieder zu viel. Wir werden, weil wir es im ersten Teil getan haben und ich glaube auch im zweiten Teil tun haben, werden wir jetzt den schweren Modus spielen. Das hat auch den folgenden Grund, dass ich sehr viele Testaufnahmen gemacht habe und gemerkt habe, dass wir beim einfachen Modus starten wir mit einem Sturmgewehr oder Maschinenpistole und das finde ich nicht so geil und by the way, das ist die alte PC-Version, die Originale. Und ja, da muss ich erstmal Controller einstellen und so, ist im Nachhinein gar nicht so schwer, aber ich find's trotzdem kacke, dass ich es machen musste, verdammt. Ich musste erstmal den Knopf finden. Ich dachte, scheiße, wo sind die Optionen? Muss ich einfach, okay, ich laber zu viel, ich verstehe schon. Wir spielen den schweren Modus. So. Hier, ich weiß nicht, ob das ja, ob das standardmäßig ist, auf jeden Fall,
Können wir, ich weiß nicht, was bei PC-Spielen Standard ist. Ob das jetzt eine Special Edition ist, auf jeden Fall können wir hier Outfits wählen. Einige Outfits kennt man, andere sind von anderen Capcom-Spielen. Also ich weiß jetzt nicht, wie die aus Dino Crisis heißt, die mit den roten Haaren. Da gibt's auch ein Outfit hier. Auf alle Fälle würde ich sagen, wir nehmen aber trotzdem mal das Standard, weil Standard, Standard, Standard ist. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich hatte eigentlich die Fresse und dann schauen wir uns mal das ganze Spektakel an. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance. And my last chance. My last escape. Leb wohl mein Leben, leb wohl meine Heimat. Dies ist meine letzte Chance zu überleben, meine letzte Flucht. Und diese Untertitel sind so derbe anstrengend zu lesen, dass ich vorhin überhaupt nichts mitgekriegt hab. Ja. So, übrigens, dadurch, dass es PC-Version ist, habe ich die Einstellung selber eingestellt. Das heißt, ihr könntet mir jetzt auch noch nicht mal Tipps geben. Ganz kurz. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass das Ganze vor Resident Evil 2 spielt. Also der Ausbruch ist ja frisch passiert. Ich ziehe gerade so unglaublich krasse Parallelen zu dem Film, weil ich habe mir ja letztens Resident Evil 1 bis 5 oder waren es 6, ich glaube 5, alle Filme angeguckt. Und auf alle Fälle, ja, die Untertitel waren derbe scheiße schnell. Und ich wollte eigentlich in erster Linie lesen, hätte aber auch eigentlich auf sie hören können. Was mache ich hier? Oh, ich bin so bescheuert. Auf alle Fälle, man sieht hier schon, es ist einfach mal, es glänzt. Ich habe die ISO. Okay. Es sind nur Zombies. Verdammt, Zombies können nicht reden. Das wollte ich auch noch sagen. Ich finde, dass die hier sehr primitiv gegen diese Zombies vorgegangen sind. Also wenn man jetzt mal zurückdenkt, auch sehr geil, dass sie durch. Somehow, I'm still alive. Kann ich? Nee, okay. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter.
but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Ich finde dieses Voice-Acting unglaublich krass und geil und wieder mal dieser typische Standard-Fette, der total in Panik gerät und, hallo? Ist okay. Soll ich dir was vom Dönermann mitbringen oder so? Ich meine, okay. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Also ich finde, die haben diese Zombies ganz schön primitiv, gegen sie vorgegangen. Ich meine, die haben einfach mal eine Granate hingeworfen und das ist immer das Problem. Meiner Meinung nach sollte man nicht in Panik verfallen. Andererseits kann ich dies natürlich nicht beurteilen. Ich war nicht dabei. Ich war bei dieser fiktiven Sache nicht dabei. Verdammt scheiße. Wieso bin ich an der Stelle in den Urlaub gefahren? Nein, ja, aber ich, weißt du, ich finde, das sind Zombies. Okay, in der Mehrzahl sind sie brutal, aber so, ich weiß auch nicht. Naja, die bomben sich dann doch selber weg, auf alle Fälle. Ich weiß jetzt nicht genau, was Jill hier macht. Wahrscheinlich hat sie es in der Dings gesagt, aber keine Sorge, ich werde das nachher beim Bearbeiten merken. Wollte ja heute eh nicht so viel aufnehmen. Ein Gabelstapler, mit dem Fracht bewegt werden kann. Dabi, das ist auf jeden Fall Erste-Hilfe-Spray. Genau, was ich noch sagen wollte. Kleine Hintergrundinfo, also es ist natürlich blind und so weiter und so fort. Aber ich habe schon gelesen, wie gesagt, das Ganze. Hier wurden beschädigte Waren deponiert. Was ist denn das hier? Oh, geil. Das Ganze, abgesehen davon, dass es actionlastiger ist, es soll auch zum einen Entscheidungsfreiheiten geben. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich wieder total failen. Weil das wird dann wieder so eine spontane Sache wie bei Fahrenheit, wenn nicht noch schlimmer. Habe ich jetzt aber bei der Testaufnahme noch nicht so gesehen. Der Alarm wurde schon einmal ausgelöst. Und Open World mäßig soll es hier zugehen. Das heißt, wir werden Raccoon City im Gegensatz zum zweiten Teil viel mehr erkundigen können. Wovor ich persönlich natürlich Angst habe. Ich kann mich erinnern, ich habe ja wie gesagt im zweiten Teil gesagt, dass ich das damals gespielt habe und ich wusste dann irgendwann nicht mehr, wo ich lang sollte. Irgendwie habe ich mich im Kreis gedreht, bin dann irgendwann verreckt. Aber ich war auch zu dumm, um die Karte zu benutzen. Das kommt ja auch noch dazu, was jetzt, glaube ich, nicht mehr der Fall sein wird. Möchten Sie das nehmen? Ja. Was habe ich eigentlich? Ach so, guck mal, das habe ich bei der Testaufnahme auch schon gemerkt. Benutzen Spielanweisungen. Hier werden verschiedene Aktionen, Bedienung der Karte und Bedienung der Ereignisbildschirme beschrieben. Anspielanweisung. Wir hoffen, Sie können Ihre Überlebenschance verbessern. Das hoffe ich auch. Vor allem, wir spielen schwer. Auf Gegenstände schießen. Wieso sollte ich das tun? Kann ich die nicht kaputt kloppen? Die Dinge, auf die Sie schießen, zeigen unterschiedliche Reaktionen. Wie zum Beispiel Ölfässer und Bomben. Achso, okay. Drücken Sie die Waffe zielen, um direkt auf Gegenstände zu zielen. Macht überhaupt keinen Sinn. Drücken Sie die Waffe zielen. Also ich meine, klar, an sich die Waffe ziehen. Damit meinen sie die Waffenziehtaste, aber rein vom Sinn her. Ich drücke und dann ziehe ich die Waffe. Und dann, weißt du, okay. Schnelle Drehung. Sie können schnelle Drehungen im 180 Grad ausführen. Drücken Sie die Laufentaste, wenn Sie sich zurückziehen. Okay. Flucht im Notfall. Wenn Sie von Gegnern umzingelt sind, können Sie sie wegstoßen, um zu entkommen. Drücken Sie ganz schnell die Richtungstasten. Aktion-Tasten, Abbruch-Tasten, die Lauftaste, Waffen ziehen, ziehen, weg sind, ziehen, ducken. Also im Endeffekt soll ich Button-Smashing machen. Alles drücken, okay. Das kriege ich hin. Ausweichen im Notfall. Sie können dem drohenden Angriff eines Gegners mit einer Ausweichbewegung entgehen. Drücken Sie die Waffe ziehen. Ich drücke die Waffe ziehen. Ich drücke auf meine Waffe, dann ziehe ich und okay. Drücken Sie die Aktionstaste, während Sie zielen. Ja, okay. Auf von Gegenständen steigen. Sie können auf bestimmte Gegenstände steigen oder heruntersteigen, die während des Spiels erscheinen. Achso, die ploppen dann auf, oder was? Drücken Sie die Aktionstaste, während Sie sich auf die Kante des Gegenstandes zubewegen. Karte! Ja, Karte Select. Sie können die Karte an sich mit der Aktionstaste vergrößern, wenn die KWBB... Ja, das kriege ich noch gerade so von selber hin. Lebenswahl.
Aha, was ist denn? Okay. In bestimmten Spielsituationen erscheint das Bild nur noch schwarz-weiß. Sie werden dann aufgefordert, zwischen zwei verschiedenen Optionen zu wählen. Okay, es sind nur zwei. Mit Hilfe der Richtungstaste wählen Sie eine Option aus und mit der Aktionstaste bestätigen Sie Ihre Entscheidung. Episode auslassen? Es ist möglich, bestimmte Szenen zu überspringen. Drücken Sie dazu die... Achso. Drücken Sie dazu die Karte ansehen. Okay, ich sehe mir die Karte an. Ich nehme jetzt eine Yu-Gi-Oh! Karte. Sehen Sie mir an. Und das Bild wechselt. Okay. So. Oh, holy motherfucker. Das ist nicht dein... Oh. Oh. Okay, gut, dass wir erstmal zwei Bücher... genau. Anleitung, wie man Projektilen herstellt. Es wird, oh ja, das klingt interessant und notwendig. Munitionserzeugungssystem. Es ist ein bisschen spät, egal. Da kann ich mich jetzt nicht rausreden, verdammt. Damit verschiedene Munition hergestellt werden kann, benötigen Sie das Nachfüllwerkzeug und Pulver. Nachfüllwerkzeug. Dies ist ein Gegenstand, den Sie brauchen, um verschiedene Arten von Munition herzustellen. Wenn Sie Pulver mit dem Nachfüllwerkzeug kombinieren, können verschiedene Arten Munition erzeugt werden. Pulver mischen Sie die Materialien, um verschiedene Arten von Munition hervorzubringen. Es gibt bei Pulver drei Grundsorten. A, B und C. Bitte beachten Sie, dass Pulver C entsteht, wenn man die Sorten A und B mischt. Oh, jetzt wird's aber... ja, jetzt fällt mir das Fach dazu nicht ein, aber auf jeden Fall Schule. Wie Pulver gemischt wird. Sie können verschiedene Arten von Geschossen erzeugen, wenn Sie die verschiedenen Pulver mischen. Es gibt insgesamt 13 verschiedene Varianten des Pulvers. Oh Gott. Okay, muss ich jetzt ehrlich mein Mathebuch und Stichpunktzettel und Hausaufgaben... Oh Gott, jetzt habe ich das Handy erschreckt. Leute, ich würde sagen, wir schauen beim nächsten Mal dann weiter ins Tutorial. Bis zum nächsten Mal. See ya.